Hallo, ich stelle euch nun die Mapping- oder die Landkartenfunktion der Garmin Fenix genauer vor. Dazu wähle ich zunächst im Hauptmenü einen Track aus, den Track Test, und ich navigiere auch gleich drauf los, um das zu demonstrieren. Der Track wird jetzt importiert. Das dauert eine kleine Weile, weil das sehr groß ist. Genau, und schon wird der Track auf dem Display der Fenix angezeigt. Im Moment fangen wir noch recht wenig damit an. Ich kann jetzt im Navigation oder im Hauptmenü der Fenix zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln. Uns interessiert jetzt aber nur die Landkarte, die ich hier sehe. Da kann ich dann zunächst die Kartenansicht verschieben. Ganz einfach nach oben, unten. Oder nach rechts, links. Und dann kann ich natürlich das Verschieben wieder beenden und zoomen. Machen wir mal. Genau, hier verändert sich dann der Maßstab. Ihr seht es unten. Und je mehr ich reinzoome, desto detaillierter wird dann auch die Route oder der Track. Ich zoome wieder raus. Und je weiter ich rauszoome, desto detaillierter wird die Kartenansicht. Ihr seht, dass im großen Maßstab dann auch Ortsinformationen eingeblendet werden. Sehr klein lesbar, aber jetzt im Moment wird hier zum Beispiel Tübingen angezeigt. Der Track befindet sich bei Tübingen. Wenn ich noch weiter rausgehe und der Maßstab noch größer wird, sind wir bei 20 Kilometer, 30, 50, 80 und 100. 20 kommen die Landesgrenzen von Deutschland. Nach einer Weile werden dann wieder Städte angezeigt, Stuttgart, Luxemburg, Schweiz, Ländernamen. Jetzt gehe ich mal maximal raus, das sind 800 Kilometer. Dann habe ich hier Europa vor mir. Und zoome wieder maximal rein. Genau. Wie nutzvoll dieses Feature ist, das sei euch überlassen. Ich denke, vor allem in den Bergen, im Schneefall oder wenn es Nebel hat, kann die Kartenfunktion durchaus einen Vorteil bieten, einfach um eine Übersicht über die Route zu gewinnen.